Willkommen zum zweiten Part von Dishonored 2. Wir setzen einfach gleich mit an. Wir sind jetzt im Schutzraum. Die Straßen von Dunwall. Wir sind in so einem versteckten Bunker. Und wir sind gerade die Verräter eliminiert, die ersten. Ein langer Tag in Dunwall. Delia und Herzog Luca Abelle haben den Tower erobert. Und dann wird es für dich nicht mehr sicher. Fliehen sie aus der Stadt, indem du dich mit einem Schiffskapitän Hafen triffst. Okay. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Schauen, was da überhaupt drin ist. Nein. Ich muss schleunigst raus aus Dunwall. Ja, dieser Kombi ist die schon geil. Okay. Die Steuerung, ich komme mit der Steuerung noch nicht so richtig klar. Die ist jetzt nicht so direkt. Was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Wer muss ich selbst werden? Was? Du bist deine Uniform nicht wert. Wäre doch, wenn ich da auf die Schiene. Augen offen halten! Wir haben noch keine Fähigkeiten, gell? Meide sie zum Besten. Pass bloß auf! Gleich nicht hier! Ja, und Alarm ohne. So ganz Bock. Hey, ist da jemand? Achtung, Bürger von Dunwall. Hallo? Ist der Schirm? Komm sofort raus. Ich jetzt suchen kommen. Ich habe keine Zeit für sowas. Los, Bewegung! Die Straße ist auch betroffen. Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Es ist die Kaiserin! Ich glaube, da war etwas. Pam, schnell weg. Bin hier, um den Schutzherrn zu warnen. Alter, okay, das Schlechte ist nicht ganz meins. Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Stadtstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund. Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und... eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht.
Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Karnaca. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Sollen wir mal einen Klärabküss? Ja, ich bin ja, bereit. Ja, bin bereit. Niemand getötet. Nein. Niemand entdeckt. Okay, nicht ganz meins. Entdeckt 21, Leichen entdeckt 5. Ja. Bin nicht der beste Schleicher. Ah, zweitens. Ein eigenartiger Besuch. Irgendwas stimmt nicht. Finde heraus, was los ist. Bin ich noch auf Megans Schiff? Seltsam. Szenen werden schlechter. Hä? Was ist das hier? Wo bin ich? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich wie die sich Kräfte etwas nähert, Corvo. Beobachtet. Ersten Teil. Kaiserin Emily Cordwyn. Ich bin ein Freund deines Vaters aus der schlechten alten Zeit. Hätte nie gedacht, dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mörder. Ich dachte, das wäre das Ende des Dramas. Aber Delilah und der Herzog sind lästige Fliegen, nicht wahr? Wie viele deiner Untertanen bist du gewillt zu töten? Und wer bist du bereit zu werden? Vor 15 Jahren habe ich Corvo das gefragt. Dieser Moment hat ihn verändert. Jetzt bist du dran, Emily. Okay. Das Outsiders. Tief in mir. Es ist, als stünde ich am Rande von etwas. Alle Geschichten, sie sind wahr. Unglaublich. Oh, nice. Das ist cool. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Natürlich, das. Oh, oh, oh. Okay. Ha! Okay. Wenn ich das unterm Renner mache, kriege ich. Was ist das? Ah, die Herzen sammeln. Kenne dich. Erinnerst du dich? Es ist lange her. Viel ist geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Mutter, du bist hier. Und doch nicht. In meiner Hand. Doch woanders. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meine Arme nehmen zu können. Doch höre mein Angebot. Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Stern am Himmel. Es liegt kein Himmel.
Delilah wirklich? Wie konnte sie... Ich versteh's nicht. Delilah tötete einen Mann für ein paar Schuhe und malte einige der herrlichsten Bilder dieser Zeit im selben Jahr. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie, mit einer Raffinesse, die alle um sie zu Kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel und ist jetzt Kaiserin. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Okay. Weltherrschaft oder was? Wer von wohl? Trifft sich mit Megan Foster und bespricht dein Vorgehen. Fahre danach mit dem Beiboot nach Kanaka. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und von Schwertkämpfen und der Seefahrt geträumt. Jetzt erkenne ich, dass die Welt noch seltsamer ist, als ich gedacht hätte. Alter. Alles scheint auf dem Kopf zu stehen. Aber ich werde weiter kämpfen, bis alles wieder Sinn ergibt. Karnaka ist der südlichste Hafen im Reich. Einstmals stolz, doch jetzt im Chaos versunken. Unter dem neuen Herzog wurde die serkonische Garde immer brutaler. Prügel, Erschießungskommandos. Die Blutfliegen sollen schlimmer denn je sein. Das ist die Heimat meines Vaters. Megan Foster bleibt für sich, als ob sie was verbergen will. Aber sie hat mir aus Dunwall herausgeholfen und ich brauche ein Versteck. Delilah und der Herzog stellen mich als Mörderin hin und lassen meine politischen Feinde vom Kronmeuchler töten. Sie haben mir alles genommen und ich hole es mir zurück. Und wenn ich die Stadt niederbrennen muss. Okay. Das sind mal harte Mittel aus die Welt. Okay. Das ist kein Palast, aber mehrere Münzen könnte ich nicht zusammenkratzen. Anton und ich mussten mit wenig Geld auskommen und das gilt nun auch für sie, wenn sie nicht unter ihrer Würde ist. Sollten sie auch Wertsachen einsammeln, die sie finden. Wir brauchen Münzen und Ressourcen, um Drahtzieher des Staatsstreichs zu Fall zu bringen. Okay. Oh, mein Armbrust. Vielen Händen erbaut. Und er ist herrlich. War es. Er hätte traumhaft sein können. Okay. Fadenkreuz. Viele Radnummer und da los. Sieh da unten los. Natürlich. Wieder hoch. Ich glaube, ich muss runter. Nein, Sie sind wach. Alter, da pfeift er. Na gut, manches haben Sie erklärt. Doch was wollten Sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Karnaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronmeuchler. Er wollte Corvo warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption, Straßengewalt. Ich habe es kaum beachtet. Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige.
Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Erdemeyer-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Erdemeyer. Na gut, sehe ich mir an. Der Kronenmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus. Mit viel Glück. Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Natürlich bin ich bereit. Ein Pfeil, willst du mich verwaschen? Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Bitte, wäre nicht schlecht. Auf in die Stadt, in der mein Vater groß geworden ist. Dann nichts wie ab. Ich darf nicht erkannt werden. Und so Halstuch hilft. Am Rande der Welt finde die Marienstation und nimm einen Wagen zur Institut. Dieses ist dein heißeste Spur, um den Kronmeuchler aufzuspüren, okay? Hört sich an. Nach Erdemeyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Erdemeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Im Erdemeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Erdemeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Willkommen in Karnaca, Schäfer. Kennst du den Kapitän? Die Dreadful Welt des Südens. Alter. Vorsicht mit dem Schwert. Warum verdecken Sie Ihr Gesicht? Okay, ist wieder weg. Drakonische Mitbürger. Noch mehr unschuldiges Blut. Du musst das nicht tun. Das wissen wir beide. Okay, ein Kraft erwerben.
Nacht, ich zähne sie im Dunkel. Doppelgänger. Domino verbindet die Dinge. Und alle Ausländer und neuen Arbeiter. Wir haben so viel, so wenig getan. Alter, das ist Nolz. Ich habe doch gesagt, dass es das falsche Öl war. Aber sie wollen nicht uns aufhalten. Bin dabei, aber bewegt euch langsam und haltet euch von den Nestern fern. Noch ein Tag wie gestern und ich gebe endgültig auf. Besser im Nichts als noch ein Tag wie dieser. Hey da! Haben Sie was für mich? Oh, wie nett! Danke! Kleinigkeit. Wenn Sie an der Lichtwand bis Sie selbst mal ernten. Ja, coole. Er hat den Tee zu spät gebracht. Okay. Hey, komm her. Ich hätte da was, das dich vielleicht interessiert. Okay. Dann macht diese Kacktür. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Ein bedecktes Gesicht wird dir gerade nicht gefallen. Ich kannte diese Welt vor 15 Jahren. Teile von mir bleiben, doch die Welt wird seltsam. Ich bin da zu doof. Zu möchte ich dies dir verkünden. Das diesjährige Blutlegenproblem ist das schwerwiegendste hier. Okay, spiele auf deine Art. Das halbe Kaiserreich ist mir auf den Fersen. Ich freue mich fast zu sehen, was passiert, wenn sie mich erwischen. Herrlich. War es. Rate, was jetzt passiert. Nein. Bringen wir Spitze los. Vergiss nicht, wenn dich jemand fragt, er ist durchgerannt. Klar, und zu schnell für uns. Mit der Windmühle. Alles klar? Keine Sorge, sie dreht sich. Genug Elektrizität da. Gut. Gefällt mir besser als die Bahnhöhle. Es haben so viele, so wenig getan. Es sollte nie so weit kommen. Die gehen auch auf Kap. Und wie meint es jetzt, ha? Sie überlassen. Manchmal auch. Was war das? Okay, cool, ich kann es vorwärts. Was das wohl war. Nichts, nichts. Hast du das gehört? Der Lektor. Ich sehe doch keine Gespenster. Ich habe keine Zeit für Spielchen.
Alter. Aus dem Weg! Wir sind auf der Suche nach ketzerischen Art. Perverses vor. Ich habe so manche Stadt verkommen sehen, die Fäulnis gerochen. Wie du, vor 15 Jahren in Dunwall. Vermisst du es? Das Jahr, in dem du zu dem wurdest, was du jetzt bist? Streit es nicht ab. Überall Ratten, schwarzer Rauch und brennende Leichen. Eine Stadt, die um Hilfe schreit. Es geschieht wieder. Willkommen zurück. Willkommen zu Hause. Menschen wie du und der Kronenmeuchler sind Teil solcher Orte. Er ist nur ohnmächtig. Bei den Geburten! Mein Herz macht das nicht mit. Menschen so noch sind. Es kam von hier. Mal sehen. Okay, da geht's mal nicht durch. Aber es ist nicht ganz so mies.
Springy-Spielstil, das Schleichen. Nee, verharrte Action, aber das funktioniert nicht so gut. Nicht sicher. Diese Stadt. Jetzt da hinten rein. Na, das funktioniert nicht. Ihr Gesicht ist bedeckt. Angst, dass man sie erkennen könnte? Nee, nee. Komm schon. Mein Name ist Mindy Blanchard. Und du siehst aus, als würdest du an Orte gehen, wo du nicht hingehörst. Nee. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Eddermeyer-Institut. Kannst du mir helfen? Ja, das kann ich tun. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge. Die Leiche gibt's schon. Eine Leiche? Interessant. Von wo? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich denk drüber nach. Okay. Mal ein kurzer Cut. Dann bin ich gleich wieder